Wir analysieren heute für euch zwei spannende DAX-Aktien. Und dafür haben wir uns kompetente Unterstützung geholt, und zwar Lars Erichsen. Kann losgehen. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back. Und heute haben wir einen Stargast am Start. Es ist Lars Erichsen. Lars, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ihr kennt ihn alle mit Sicherheit von seinem Kanal Erichsen und dem Tradermacher-Kanal. Und wir haben ihn nicht umsonst aus dem hohen Norden hier in den Süden nach Bayern eingeladen. Nein, das hat einen speziellen Grund. Wir analysieren heute zwei brandheiße DAX-Aktien, die wir ziemlich spannend finden. Mario macht gleich den Anfang mit Continental. Und ich mache dann weiter mit einer Aktie, die möglicherweise nicht so ganz viele Leute auf dem Schirm haben. Es ist ein Turnaround-Kandidat. Und Lars hat auch noch einen Kandidaten mitgebracht. Eine Aktie, die momentan ziemlich steil geht. Dazu später mehr. So, jetzt legen wir mal mit der ersten los. Und das ist Conti. Wir werden jetzt erstmal auf das Fundamentale eingehen. Lars mischt da natürlich auch mit, ist aber der Experte für die Charttechnik. Deswegen werden wir da auch noch einen Blick drauf werfen. Ich fange jetzt mal kurz mit Conti an. Einfach kurz, was die so machen. Also ist weltweit führender Automobilzulieferer. Man denkt ja bei Conti immer erstmal an Reifen. Ist schön und gut, aber klingt jetzt nicht so spannend. An der Börse wird ja die Zukunft gehandelt und Reifen wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr das Mega-Zukunftsgeschäft sein, auch wenn die Sparte sogar um 3-4% jährlich noch wächst. Aber Conti hat eben zwei große Gruppen, einmal die Automotive Group und eben die Rubber Group. Und in der Automotive Group, da machen sie eben auch Sachen wie Bremssysteme, Motoren, intelligente Systeme und Sensoren. Und Conti konzentriert sich da auf die vier großen Trends bei der Mobilität, und zwar A, C, E und S. Man könnte es auch cooler aussprechen, ACES auf Englisch, und zwar automatisiertes Fahren, immer schön langsam, Connectivity, E-Mobilität und Shared Mobility. Und da ist der Markt im Moment für die ersten drei Segmente bei 20 Milliarden Euro, ist ganz nett, aber er soll, sagen prognostizieren Experten, bis 2025 auf 215 Milliarden Euro steigen, und das wäre mal eine glatte Verzehnfachung. Klingt eigentlich ganz gut, oder? Ja, absolut. Also ich habe mich natürlich ein klein wenig auch vorbereitet auf Conti, und ich habe da eine ganz interessante Nachricht gelesen. Glaube ich, ist erst in den letzten Wochen rausgekommen, dass die auch überlegen, sich aufzuspalten. Ne? Mhm. Sprich, das Reifengeschäft, was ja relativ, bringt viel Cash in die Kassen, aber wird, wie du schon gesagt hast, vermutlich nicht die ganz großen Wachstumsraten in der Zukunft haben. Und vielleicht das andere Geschäft daneben, E-Mobility und so weiter, davon abzuspalten. Mhm. Klar, ist natürlich auch ein Risiko, denn mittlerweile sind ja selbst große Chip-Hersteller wie Nvidia oder Baidu, der chinesische Internetkonzern, auch mit in diesem Geschäft. Also da ist man wahrlich nicht der First Mover, sondern gibt schon richtig Konkurrenz. Aber kurzfristig muss man sagen, so eine Aufspaltung sorgt immer für Fantasie bei einer Aktie. Also das fand ich einen Part, der ganz aussichtsreich, ganz spannend ist. Ist allerdings noch nicht spruchreif, soweit ich weiß. Und das ist ja auch schon mal gut, dass da Fantasie drin ist. Ich gehe noch ganz kurz auf ein paar mögliche Kurstreiber ein. Also wie gesagt, E-Mobilität ist natürlich auch für Conti die Hoffnung. Dann auch, dass immer mehr Fahrassistenzsysteme gebraucht werden, weil einfach die Sicherheitsstandards natürlich höher sind und auch das Bewusstsein dafür, weil die Gesetze verschärft werden. Dann ist natürlich auch diese softwarebasierten Zusatzdienste sind natürlich auch so eine Fantasie. Tesla hofft da natürlich auch drauf. Conti wird das auch probieren und dann eben auch die Vernetzung des Fahrers mit der Umwelt, mit dem Smartphone und so weiter und so fort. Wir wollen ja auch ein bisschen kritisch sein. Conti ist jetzt gut gelaufen, ist auch spannend, sind ja auch noch nicht so teuer dafür. KGV ist bei 14. Das ist eigentlich für diesen Run bei der Aktie immer noch ganz günstig. Aber sie müssen, finde ich, in den USA, Asien weiter wachsen. Sie sind schon sehr viel in Deutschland unterwegs, auf dem Heimatmarkt ein bisschen fixiert. Was auch ein bisschen schwierig ist, wenn jetzt der Euro weiter aufwertet, dann ist Conti da wirklich im DAX ganz oben bei den Verlierern sozusagen, ist auch ein Risiko. Und Forschung und Entwicklungskosten sind jetzt so bei 7,5% vom Umsatz. Da fordern auch Analysten, dass das ein bisschen mehr werden dürfte. Das sollten sie vielleicht auch noch ein bisschen nachlegen. Sonst die Zahlen, ich habe schon angesprochen, KGV 14, das ist okay. Gewinnwachstum im Schnitt sind so 10%, was erwartet wird von den Analysten. Marge bei 26%, also das sieht ganz gut aus. Im Peergroup-Vergleich sehen sie auch ganz gut aus, wenn man da mal Conti mit der Konkurrenz vergleicht. Erlöswachstum, Eigenkapitalrendite, Schuldenquote ist auch sehr wichtig, da schneiden sie auch gut ab, gerade wenn die Zinsen jetzt vielleicht steigen. Und bei den Margen sieht das ganz gut aus. Ja, bleibt natürlich noch zum Teil die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten. Ne? Kautschuk brauchen sie als wesentliches Material. Meine ich, hat im letzten Quartal allein mit rund 50 Millionen aufs Ergebnis sich niedergeschlagen, weil eben Kautschuk so teuer geworden ist. Mhm. Und da kann natürlich dann so eine Aktie wie Conti oder ein Unternehmen wie Conti, was letztendlich darauf angewiesen ist,
kann da auch schwer drum rum. Und das ist natürlich so ein gewisser Risikofaktor. Und du hast ja auch gesagt, internes Wachstum ist 10% so bummelig geplant, ja, aber genau. ganze Branche soll, glaube ich, um 1-2% wachsen. Also wenn man das vergleicht mit anderen Branchen, ja, dann fällt der Begriff Wachstum dann schon ein bisschen, geht da ein bisschen schwer über die Lippen, ne? Muss man offen sagen. Ich habe eine Frage, Lars. Ist Conti so ein Wert, den du eigentlich schon mal so in der Vergangenheit gehandelt hast, den du sowieso auf dem Schirm hast? Oder? Offen gesagt nicht. Die ist einfach eine Aktie, die sich über lange Zeit, werden wir vielleicht noch kurz gleich mal sehen, im Prinzip in einer ganz großen Seitwärtsbewegung bewegt hat. Und generell für einen Trader ist halt der Ansatz Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Und Conti war irgendwo immer dazwischen. War nicht richtig schwach. Es gab keinen Grund, jetzt irgendwie auf fallende Kurse zu setzen. Mhm. Aber war eben auch nicht der Outperformer, der sich so als Kauf angedrängt hat, aufgedrängt. Also das letzte Mal, dass ich Conti gehandelt habe, war als Schaeffler. 46%, glaube ich, gehört Schaeffler. Als die diese Übernahme gestartet haben. Die waren nämlich mitten in der Finanzkrise. Und da konnte man die Aktie... Leg mich nicht fest, aber ich meine, irgendwas um 64 Euro war das Angebot und die handelte teilweise 20 Euro drunter, weil alle gesagt haben, die brechen ein in der Finanzkrise. Das zieht Schaeffler nicht durch, war natürlich auch nicht die Zeit, wo man richtig viel Geld einsammeln konnte. Und tatsächlich konnte man bei einer Aktie, für die es 64 Euro festes Übernahmeangebot gab, die konnte man zu 40 bis 45 Euro sammeln. Hat sich trotzdem merkwürdig angefühlt, weil man bis zum Schluss dachte, wird nicht durchgezogen. Ja, heute wissen wir, es wäre easy money gewesen. Ne? Ja, verpasste Chancen, das kennen wir leider alle. Jetzt wollen wir noch ganz kurz auf was eingehen, dass ihr die Chance vielleicht eventuell nicht verpasst. Und zwar, was geht da noch bei Conti? Wir haben uns mal das Dividenden-Discount-Modell am Bloomberg-Rechner zu Gemüte geführt. Denn es kommt ja immer darauf an, was ich bei Aktien verdienen kann, sozusagen was die Cashflows in der Zukunft sind und was ich als Aktionär auch für Dividenden bekommen kann. Die werden dann schön abgezinst und dann kommt man sozusagen auf den fairen Wert der Aktie. Zur Vereinfachung wird das einfach immer mit der aktuellen Ausschüttungsquote fortgeschrieben. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt und wird dann abgezinst mit einem sicheren Zinssatz sozusagen. Also wir haben jetzt da die Bundesanleihe genommen, logischerweise für Conti. Wären jetzt 0,7% aktuell und eine Risikoprämie, die wäre jetzt bei 7%. Zum Vergleich, Tesla hat jetzt 12%, also ist deutlich riskanter. Conti ist jetzt so ein deutscher Standardwert. Und da haben wir jetzt mal drei Szenarien. Also sozusagen das Durchschnittsszenario wären jetzt die 10% Wachstum, die wir schon angesprochen haben, was jetzt sozusagen die Konsenserwartung der Analysten ist. Dann hätte Conti einen fairen Wert von 447 Euro. Also das wäre jetzt relativ ordentlich. Knackig. Wären 82% Potenzial. Allerdings, wenn das Wachstum jetzt nur bei 5% läge, was ja auch gut sein kann langfristig, dann wäre der faire Wert jetzt bei 272 Euro, dann wären jetzt nur noch 11% drin. Also das muss man auch sagen. Würde Conti um 15% wachsen, das wäre jetzt sehr, sehr optimistisch. Also für alle da draußen, die wirklich Conti-Fans sind, dann wäre der faire Wert schon bei 732 Euro. Man darf ja mal ein bisschen träumen, aber ist wahrscheinlich eher überambitioniert. Und jetzt würde ich sagen, wir haben mit den Fundamentalen, glaube ich, grob durch. Ja. Dann können wir auf den Chart schauen. Genau, ist allerdings ein relativ simpler Chartcheck in dem Fall. Wir haben ganz klar, sieht man einen Ausbruch über 230 Euro, da haben sich sofort Käufer gefunden. Aktuell handelt die Aktie leicht darüber. Wenn wir uns einen ähnlichen Ausbruch aus dem Jahr 2014 ansehen, dann könnte man daraus so in etwa ein Aufwärtspotenzial von hier aus noch 20-25% ableiten. Käme man rund auf 295 Euro. Würde ja ganz gut passen zu den Schätzungen über die Bloomberg-Geschichte. Und ja, passt vielleicht auch, die einen mögen sie, die anderen hassen sie, aber Goldman Sachs hat in seiner letzten Analyse ein Kursziel von 270 Euro ausgegeben. Also wahrscheinlich liegt irgendwo dazwischen die Wahrheit, aber ganz klar ist auch beim DAX-Wert, kommt darauf an, was macht der Index selber. Wenn der DAX jetzt 500 Punkte oder 1000 Punkte runtercrasht, wird Conti sich wohl noch ein bisschen Zeit lassen, bis es das Kursziel erreicht. Die Frage ist natürlich, wann wird es jetzt kritisch bei Conti? Also wann müssen jetzt sozusagen die Zuschauer draußen sagen, okay, vielleicht, auch wenn ich Bayern Holm mache, vielleicht sollte ich dann doch mal lieber die Reißleine ziehen. Im Grunde aus Sicht eines aktiven Anlegers genau die gleiche Marke, das ist das Schöne. Oberhalb von 230 Euro kann man von weiter steigenden Kursen ausgehen. Rutscht es wieder unter 230 Euro ab, dann sieht das im Nachhinein aus wie ein Fehlausbruch. Ja, und der führt dann halt in der Folge erstmal zu etwas niedrigeren Kursen. Da machen wir jetzt weiter, jetzt wird es ein bisschen heißer noch. Oh ja. Ich habe schon angekündigt, es geht bei mir um einen Turnaround-Kandidaten, der auch ein kleines bisschen erklärungsbedürftig ist.
Und Lars wird auch auf jeden Fall wieder seine charttechnische Meinung kundtun gleich. Es geht nämlich um die Deutsche Bank. Und die haben wahrscheinlich gar nicht so viele auf dem Kurszettel und möglicherweise erklären mich jetzt auch einige Leute für verrückt, aber ich traue der Deutschen Bank trotz aller negativen News und trotz des negativen Images, dass der Bank teilweise so ein bisschen anhaftet aufgrund von Verfehlungen in den letzten Jahren. Für 2018 traue ich der Aktie doch noch einiges zu. Unter bestimmten Annahmen, das Ganze basiert auf bestimmten Annahmen, auf bestimmten Szenarien, die auf jeden Fall hohen Risiken unterliegen. Das ist der kleine Disclaimer. Also bitte Leute, nur weil ich jetzt eine bestimmte Meinung zu diesem Unternehmen habe, zu dieser Bank habe, bitte da nicht blind einfach rein. Zum Geschäftsmodell. Die Deutsche Bank ist immer noch eines der führenden Kreditinstitute weltweit im Investmentbanking, auch wenn sie den Anschluss an die Weltspitze deutlich eingebüßt haben. Also sie hinkt den amerikanischen Investmentbanken Goldman Sachs, JP Morgan etc. deutlich hinterher. Das Geschäftsmodell gliedert sich trotzdem in drei Bereiche, wobei das Corporate and Investment Banking, also wo das Geschäft mit den großen internationalen Konzernen angesiedelt ist, und auch das Investment Banking, also das Transaktionsgeschäft, der Handel mit Wertpapieren etc. pp., der Derivatehandel. Das ist auch der größte Bereich und der wichtigste Bereich. Dann gibt es noch das Private and Commercial Banking, also das Privat- und Firmenkundengeschäft, wo auch die Postbank angesiedelt ist, und die Deutsche Asset Management. Die wird übrigens noch spannend, weil das ist die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, und die wird wahrscheinlich bald an die Börse gehen. Entweder in diesem Jahr, dafür spricht einiges dafür, möglicherweise auch im nächsten Jahr. Jetzt mal kleiner Zwischenruf an Lars. So Banken, ist das ein Sektor, wo du aktiv warst? Aktiv bist? Also die Deutsche Bank hat man als Trader ja fast zwangsläufig mal auf der Short-Seite gehandelt in den letzten Jahren. Das war auch bei der Deutschen Bank der Fall, wobei ich insbesondere im Bankensektor finde, da bieten sich halt Trades an, wo man so eine Long-Short-Taktik anwendet. Das heißt also, einen starken Wert gehe ich long und gleichzeitig im gleichen Sektor, wie so ein Pair-Trading, gehe ich einen schwachen Sektor short und eine schwache Aktie short. Tja, und auf der schwachen Seite hat sich halt die Deutsche Bank angeboten. Also ich finde so eine Turnaround-Geschichte immer spannend, insbesondere deshalb, wenn man so richtig unter Druck gerät. Und jetzt nochmal die Boni-Geschichte, 1 Milliarde Boni ausgezahlt, trotz Das kommt Verlust. Dann richtig gut an, natürlich. Das kommt richtig gut an, aber man muss eben auch sagen, das sind irgendwie auch keine Mainstream-Entscheidungen. Das ist dann sowas durchzuziehen und zu sagen, wir wollen jetzt hier im Investmentbanking, das ist nun mal so, die wandern dir sonst ab. Ja. Also klar, unter moralischen Aspekten müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist... Wenn man über Jahre hinweg immer eine neue Strategie hat und die Strategie ist, Leute zu entlassen, ja, da sind wir uns einig, das hätten wir auch noch hinbekommen zur Not. Aber wie gesagt, die Aktie ist eben auch so unter Beschuss, und das ist immer interessant für einen Anleger oder auch für einen Trader, weil man sagen kann, was soll eigentlich außer der Pleite jetzt an schlechten Nachrichten noch kommen? Also das ist, finde ich, eine interessante Ausgangssituation. Besonders, wer hätte denn im letzten Jahr der Commerzbank denn da einiges zugetraut? Und ich glaube, wir sind bei 70% oder 80% am Jahresende ausgelaufen. Also möglicherweise ist jetzt auch mal die Deutsche Bank dran. Und ich glaube tatsächlich dran, dass halt meine These einigermaßen aufgeht, werde ich euch gleich auf jeden Fall begründen. Aber ich habe jetzt so einen kleinen Top-Down-Ansatz gewählt. Also wir kommen jetzt mal wirklich von dem wirklich breiten Makrobild und gehen dann runter auf die Aktie. Also bei einer Bank muss man ja immer schauen, wo ist die Weltkonjunktur. Und liebe Leute, die Schwellenländer laufen gut, 4,5% Wirtschaftswachstum, die Industrieländer laufen gut, über 2% Wirtschaftswachstum. Das ist insgesamt gut für Banken. Die Zinsen sind sehr niedrig in Europa und in den USA, das wisst ihr alle. Das ist insgesamt ein negativer Aspekt, weil das Zinsgeschäft ist bei den Banken sehr, sehr wichtig. Das drückt auf die Margen, und da ist ein großer Ertragsbringer dann einfach mal unter Druck oder fast weg. Und wir haben zumindest im letzten Jahr eine Börse gehabt, die zwar sehr positiv gelaufen ist, also ihr alle freut euch wahrscheinlich über ein gutes Plus im Depot, aber es fand halt relativ wenig, also es war sehr ruhig, also wenig Volatilität war am Markt. Das ist schlecht für Banken, weil da gehen ihnen Provisionen verloren. Es wird weniger gehandelt. Lars nickt, also von da, das werte ich jetzt einfach mal als Zustimmung, nicht wahr? Und deswegen müssen wir uns jetzt mal so ein bisschen die Branche anschauen. Ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Titel unten ein mit dem Gewinn vor Steuern 2017. Da ist die UBS dabei, da ist die Credit Suisse dabei, die man übrigens sehr, sehr gut vom Geschäftsmodell mit der Deutschen Bank vergleichen kann. Die sind wirklich ähnlich gelagert. Da ist Goldman Sachs jetzt mit dabei, und da sieht man, Commerzbank und Deutsche Bank sind von den Ergebnissen her
für 2017 mit dem Gewinn vor Steuern nicht so ganz gut. Jetzt muss man einen kleinen Disclaimer reinziehen. Wir drehen dieses Video hier, was haben wir heute? Am 1.2. Schlechtes Timing, denn am morgigen Freitag oder beziehungsweise am Freitag der letzten Woche, muss man jetzt sagen, wenn ihr das Video schaut, kamen jetzt die konkreten Ergebnisse. Aber man weiß jetzt schon, dass die Deutsche Bank zwar einen leichten Vorsteuergewinn gemacht hat, aber im Ergebnis nach Steuern definitiv wieder die Verlustzone gerutscht ist. Das dritte Mal hintereinander in 3 Jahren. Ich blende euch jetzt die Verluste mal ein und da sehen wir wirklich 2015 dieses Horrorjahr mit 6,8 Milliarden Euro Verlust. Das ist halt zurückzuführen wirklich auf Sondereffekte, und zwar auf die ganzen Rechtsrisiken, die sich da in der Bilanz angesammelt hatten. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf den Status quo. Wo ist denn die Deutsche Bank gerade? Die Deutsche Bank wird gerade geführt von John Crine, der sich einerseits darum gekümmert hat, diese Rechtsrisiken jetzt aus der Bilanz rauszuhaben und den Konzernumbau vorantreibt. Sie brauchen weitgehend eine neue IT in den Handelssystemen. Sie müssen ihre Kosten senken. Und sie müssen, beziehungsweise sie haben die Postbank integriert. Da gab es ja immer, da gab es ja eine Zeit lang wirklich Börsenpläne, dass man die Postbank abspaltet und an die Börse bringt. Irgendwie hat die Postbank niemanden so wirklich interessiert und vom Hocker gehauen. Niemand hat sie lieb. Naja, irgendwie nicht so richtig. Aber dafür kommt jetzt halt die Vermögensverwaltung wahrscheinlich in diesem Jahr an die Börse. Und wenn man den Medienberichten und den Analystenberichten glaubt, dann wird das sogar noch im ersten Halbjahr jetzt vonstatten gehen und ungefähr 2 Milliarden Euro Cash in die Kassen der Deutschen Bank spülen. Also das ist momentan der Status quo. Was sie nicht haben, ist eine vernünftige Strategie, wo wieder das Wachstum herkommen soll. Denn die Erlöse, die stagnieren momentan bei roundabout 27, 28 Milliarden Euro. So, jetzt kommen wir aber zu den spannenden Themen. Nämlich, was spricht denn jetzt alles für den Turnaround? Jetzt schauen wir uns mal das KBV an. Das KBV liegt bei 0,5. Also das heißt, die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Buchwert des Eigenkapitals in der Bilanz ist halt die Hälfte. Wenn man jetzt mal die anderen Player, Goldman Sachs, Credit Suisse und UBS dagegen hält, die blende ich euch jetzt auch mal schön ein hier, die sind alle über 1. Also das heißt, im Peer-Group-Vergleich ist die Deutsche Bank super günstig, einfach super günstig. Mit einem KGV von 10 sind sie ebenfalls viel günstiger als jetzt die UBS mit 13, die Credit Suisse mit 14 und die Commerzbank mit 18. Das sind alles KGVs, die sind okay, das ist jetzt nicht super, super günstig, aber die Deutsche Bank mit dem KGV von 10 ist da definitiv drunter. Und dieses KGV von 10 begründe ich euch auch jetzt, denn wenn die Deutsche Bank es tatsächlich schaffen sollte, im Jahr 2018 3 Milliarden Euro Gewinn zu machen, das wären ungefähr 1,50 Euro pro Aktie, dann kommen wir auf dieses KGV von 10, denn momentan, Stand heute, werden sie roundabout mit 15 Euro gehandelt am Markt. Warum sollte jetzt dieser Gewinn zustande kommen? Das ist die große Frage. Einerseits glaube ich, dass Europa nicht so lange den USA mit den Zinsen hinterherhinken kann. Also das heißt, ich glaube, in diesem Jahr wird sich da leicht was tun, dass sich dieses Gap einfach schließt. Ich glaube, dass die Rückstellungen für die Rechtsrisiken ausreichen und dass da keine großen schwarzen Schwäne mehr ins Haus flattern. Ich glaube, dass 2018 volatiler wird an der Börse, dass das Provisionsgeschäft im Handel wieder anspringt. Und ich glaube, dass dieser IPO von der DWS, also unter diesem Namen soll angeblich die deutsche Asset Management dann an die Börse kommen, dass das wirklich vernünftig vonstatten geht. Und deswegen die Erlöse, auch wenn sie stagnieren bei roundabout 28 Milliarden Euro, dass da halt 3 Milliarden Euro in der Kasse hängen bleibt. Alle anderen Kennzahlen, die wirklich so im Bankensektor wichtig sind, Leverage Ratio, Tier 1 und so weiter, erspare ich euch jetzt. Schade. Schade. Mensch. Sondern wir blenden jetzt über zu Lars, der jetzt auch viel zu lange schon geschwiegen hat, weil ich so viel geredet habe, tut mir leid. Lars, Deutsche Bank aus charttechnischer Sicht, du hast schon gesagt, du hattest sie so ein bisschen immer auf der Short-Agenda. Wo siehst du sie momentan? Ja, Chart blenden wir mal ein und da ist wohl auch relativ klar, als Investor hatte man in der Aktie so gar nichts verloren. Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Ich finde so eine Turnaround-Story immer spannend, sage aber auch ganz offen dazu, wenn ich schon Turnaround nehmen würde, dann würde ich persönlich eher die Commerzbank nehmen. Werde ich auch nicht nehmen, weil ich gerne starke Aktien mag, aber dann schon eher die Commerzbank, weil da finde ich noch ganz spannend, dass die 15% immer noch dem Staat gehören und große Investoren finden Kleinanleger wie uns
da gehören wir nochmal zu, finden die richtig nervig. Wer will sich mit denen auseinandersetzen? Rein niemand. Aber 15% schon mal im Block kaufen zu können, das ist interessant für einen großen Investor oder für eine große Bank. Also wenn schon Turnaround, dann ist für mich, würde ich eher noch die Commerzbank vorne sehen. Sollte es allerdings in dem Chart, den ihr seht, dann zu einem Anstieg über rund 17,85 Euro kommen, dann wäre das ein ganz klares charttechnisches Kaufsignal. Dann wäre ein jahrelanger Abwärtstrend endlich mal überwunden. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es relativ schnell in Richtung 20 Euro geht. Klar, das geht alles nicht immer in einem Zug vonstatten. Dann vielleicht eine leichte Korrektur. Aber wenn so ein langfristiger Abwärtstrend erstmal überwunden ist, dann ergibt sich natürlich auch Potenzial. Aber noch ist es ja nicht so weit. Vielleicht seid ihr schon weiter, wenn ihr dieses Video seht. Ja, absolut. Also da würde ich sie auch sehen, so in Richtung 20 Euro würde ich sie verorten. Das ist eine Chance von ungefähr 33%, aber wirklich nur dann, wenn meine Annahmen und wie gesagt, liebe Leute, das unterliegt alles wirklich großen Risiken. Das muss nicht so kommen, sondern ganz im Gegenteil, es ist wahrscheinlich eher eine 50-50-Wette, dass es tatsächlich so kommt. Dann könnte sie tatsächlich aus meiner Sicht auch so in Richtung 20 Euro gehen. Aber ich frage jetzt mal andersrum, Lars. Was wäre das Worst-Case-Szenario? Also sagen wir mal, das geht alles wirklich überhaupt nicht auf, sondern es kommt wieder ein dicker schwarzer Schwarm mit Rechtsrisiken rein und so weiter. Sie schreibt Verluste. Wo könnte sie hingehen? Ich traue mich das eigentlich gar nicht zu sagen, aber man kann sich ja einfach mal den Abwärtstrend angucken und kann sich anschauen, was passiert in diesem Abwärtstrend, wenn sie den eben wieder zur Unterseite abprallt. Und das heißt nun mal, genauso wie in einem laufenden Aufwärtstrend, neue Allzeithochs irgendwann kommen Abwärtstrend, dann neue Tiefs. Ich weiß, das gibt normalerweise böse Kommentare, weil jeder zweite noch eine geerbte Bankaktie von der Oma im Depot hat und sagt, irgendwann kommen die schon wieder. Kann ja sein, aber wenn man sich das Ganze langfristig anguckt, dann macht es eben Sinn, die guten Player in der Branche zu kaufen. Und ja, da habe ich jetzt einen kleinen Wert nochmal mitgebracht. Oh ja. Klein ist gut, ist die größte Bank der Welt. Ganz klein. Ganz kleine Aktie, JP Morgan. Und da sieht man eben, das ist schlicht und einfach, das ist die gleiche Zeitspanne. Also so wie der bei der Deutschen Bank, nur eben beim Unternehmen, wo es ein bisschen besser lief. Und das ist genau das Gegenteil von dem Chart. Die Aktie notiert bummelig auf Allzeithoch. Ich muss auch ganz klar dazu sagen, aus meiner Sicht insgesamt jetzt der Sektor ein bisschen heiß gelaufen. Also ich würde durchaus eine Korrektur abwarten, jetzt als aus langfristiger Sicht, um da wieder einzusteigen. Aber tja, wenn so ein Proved Concept funktioniert, man wird nicht umsonst die größte Bank der Welt, dann ist es auch in Ordnung, wenn man da ein bisschen Währungsrisiko mitträgt. Ist ja sowieso dann ein Wert von vielen in einem diversifizierten Portfolio. 2016 habe ich schon mal eine Analyse an die Kunden rausgeschickt und habe gesagt, wenn ihr eine Bankaktie wollt, dann nehmt JP Morgan. Und ganz unbescheiden kann man feststellen, bis jetzt war das die richtige Aussage. Ja, die Frage ist ja, was machen die Amerikaner da so viel besser? Wenn ihr dazu vielleicht mal ein Video haben wollt, das würde jetzt zu bald führen, dann schreibt es ja mal unten in die Kommentare rein. Absolut. Ja, Fazit, Deutsche Bank, würdest du das auch langfristig halten? Ist wirklich so von diesem Value-Ansatz her Unterbewertung oder sagst du jetzt auch, das ist jetzt eher so eine... Ich würde es tatsächlich erstmal, also ich habe die Aktie recherchiert und analysiert auf Jahresbasis sozusagen. Also das ist im Prinzip, ich sehe es tatsächlich nur quasi so, ja, in Anführungszeichen, kann man das sagen, auf Jahresbasis als Trade könnte man das so... Klar, aktiver Anleger kann auch mal für ein paar Monate eine Aktie halten, ja. Klar. Genau, also ich glaube fundamental, es wird sich einiges tun. Also das ist meine Überzeugung. Im Bankensektor wird es eine große Konsolidierungswelle geben und die Deutsche Bank ist momentan nicht in der Position der Stärke, dass sie da aktiv mitmischt auf der Käuferseite, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, sie könnte eher auf der Verkäuferseite, beziehungsweise sie könnte eher ein Kaufkandidat sein. So, das wäre natürlich dann, je nachdem, was sich da noch so tut, auch einigermaßen gut für den Kurs. Also es könnte zumindest gut für den Kurs sein, schrecken wir es ein bisschen ein. Insofern ist da natürlich auch nochmal so ein bisschen Fantasie, aber ich glaube, das führt jetzt auch wirklich zu weit. Ja, haben eh genug erzählt, würde ich sagen. Das sind jetzt zwei spannende Aktien. Genau. Schreibt da mal eure Meinung dazu. Also ich würde die Deutsche Bank jetzt auch nicht kaufen langfristig, aber kurzfristig, ich schaue es mir auch nochmal genauer an. Also ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube jetzt auch, dass da, ist immer ein blöder Spruch, kann nicht schlimmer kommen, aber ich glaube jetzt auch, dass es zumindest, ja, dass die Chance größer ist, dass es sich erholt, als dass es jetzt kurzfristig neue Allzeit-Tiefs macht, würde ich jetzt auch sagen. Aber langfristig, buy and hold, würde ich mich da nicht trauen. Stimme ich zu, ja. Okay, Leute. Also schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet, besonders wie ihr auch unsere, sagen wir mal, Kollaboration hier fandet. Also mir hat das großen Spaß gemacht. Vielen, danke, vielen Dank auch für deinen dir. Input, danke. Lars. Und schön, dass du da warst. Schaut natürlich unbedingt bei Lars vorbei. Wir definitiv. Machen das unten natürlich, verlinken genau. Nochmal deinen Kanal natürlich. Lohnt absolut. Sich. Absolut.
So Leute, und jetzt sind wir raus. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, schön fleißig in die Kommentare schreiben. Abo bitte auch da lassen und ja, jetzt noch einen schönen Tag. Ne? Wir sehen uns. Ciao. Ciao.